Diddy und Meek Mill Audio Leak. Die Cousins haben wir gefühlt auf damals, Digga, I Need a Girl Part 2 und so ein Scheiß, Bro. Fuck. Your life is in danger, cause you know the secrets. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt den zweiten Teil quasi rein von Flex Dokus zweiten Kanal über P. Diddy. Und zwar heißt das Video P. Diddy und Meek Mill Audio Leak. Cat Williams, Shook Knight und 50 Cent äußern sich. Das ist eine wilde Sache auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da in Zukunft noch rauskommen wird. Ich habe das Gefühl, dass von diesen Machenschaften immer mehr ans Licht kommen in der Zukunft. Und das ist auch gut so, damit die Leute bewusst auf dem Schirm haben, wer so deren Vorbilder sind, was die sich so ganzen Tag an Musik und Film reinziehen, wer das produziert, wer dahinter steckt, wer die Schauspieler sind und was die so im Privatleben verzapfen. Weil ich glaube, bevor man jemanden als Vorbild nimmt, sollte man sich schon anschauen, was die so machen. Und dann kommt man vielleicht auch auf den Trichter, dass man sagt, das sind eigentlich gar keine guten Vorbilder. Ich liebe euch, Freunde. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Los geht's. Jo Leute, was geht? Hoffe, alles okay bei euch. In diesem Video gehen wir auf die verschiedenen Leute ein, die sich zu dem Diddy-Skandal geäußert haben. Darunter Shook Knight, Cat Williams und 50 Cent. Noch dazu. Ist Shook Knight, ist der nicht noch in Habs, Digga? Ist Shook Knight nicht in Habs? Auf einen sehr verstandenen Audio-Leak ein, der vor kurzem aufgetaucht ist. Ich denke, die meisten von euch haben die Sache mit P. Diddy mitbekommen. Nun haben sich einige Leute gemeldet, die in der Anklage des Produzenten Rodney Jones erwähnt wurden. Darunter indirekt 50 Cent und Stevie J. 50 Cents Ex-Frau wurde in den Dokumenten als Sexarbeiterin aufgelistet. Er versucht nun das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn zu beantragen. Krass. Auch postete 50 Cent eine Seite der Anklage, wo Stevie J erwähnt wurde. Ich lese euch mal vor, was da geschrieben wurde. Herr Combs ging sogar so weit, ein Video zu teilen, in dem Stevie J an einen kaukasischen Mann eindringt. Ohne Kondom. Dies geschah, um Herrn Jones seine Angst vor Homosexualität zu nehmen. Laut Herrn Combs ist dies eine normale Praxis in der Musikindustrie. Er wollte ihm zeigen, schau mal her, sogar Stevie J macht es. Guck mal, wie ekelhaft, Digga. Gebt euch das mal, meine lieben Freunde. Bro, ist normal. Guck mal, der und der macht das auch. Der hat das extra gemacht, weil der wusste, dass der andere Cousin ein Fan von Stevie J ist. So. Dann hat er dem Video gezeigt, hat gesagt, guck mal, der sagt den, Alter. So, mach auch jetzt. Überleg dir das mal, Digga. Die Cousins haben wir gefühlt auf damals, Digga, I Need a Girl Part 2 und so ein Scheiß, Bro. Fuck. Stevie J hat sich nun auch gemeldet. Er hat folgendes Statement abgegeben. Curtis, what's good, man? You and your feelings about Daphne? Is she with gang them? Or is it that you sucking little rod? However it go, I want you to fade. All that. Since it's entertainment, let me beat the out of you on TV or something. Don't duck that. I'm calling you out. What you want to do, Curtis? Bisschen fruity wirkt der für mich, bisschen, sag ich dir ehrlich. Auch behauptete Shook Knight aus der Haft, dass die Razzia durchgeführt wurde, um Sachen zu verstecken. Ja, Shook Knight ist noch in Habs, ne? Flex Doku hat hier nicht übersetzt, Alter. Komm. Soll ich das für alle Deutschen hier, die kein Englisch können, kurz den Übersetzer anschmeißen? Basically hat er ihn rausgefordert zu einem Kampf. Sich nun auch gemeldet. Er hat folgendes Statement abgegeben. Curtis, what's good, man? What's good, man? Feelings about Daphne? Is she with gang them? Or is it that you sucking little rod? However it go, I want you to fade. All that. Since it's entertainment, let me beat the shit out of you on TV or something. Don't duck that. I'm calling you out. Let me beat the shit out of you on TV or something. Also lass mich die Fresse polieren im Fernsehen oder so, weil es Entertainment ist mäßig. You wanna do, Curtis. Auch behauptete Shook Knight aus der Haft, dass die Razzia durchgeführt wurde, um Sachen zu verstecken, nicht um Sachen sicherzustellen. Aber die Frage ist, warum... Krass. Guck mal, Shook Knight sagt, die Razzia wurde durchgeführt, um Sachen zu verstecken und nicht sagt auch so, Bro, das ist halt miese Recherche jetzt, ne? Was machen sie? Shook Knight, kleiner verschwörungsmystischer Schwurbler, würde ich sagen. Es sind ja am Ende... Ist er rechts? Die Behörden, sie müssen ja erst gar nicht ermitteln. Wenn die Behörden irgendwas unter den Teppich kehren wollen, würden sie wie die letzten 20 Jahre einfach nicht anfangen zu ermitteln und nicht eine Razzia durchführen, wo sie Beweise verstecken.
Leute, der Hauptgrund, warum man Leute wie Diddy hochgehen lässt, ist, dass manchmal Sachen so breit getreten werden, dass sie nicht mal unter den Teppich gekehrt werden können. So, das ist auch meine Theorie. Die Öffentlichkeit jemanden hängen sehen. Genau wie die Sache mit Epstein. Die Klage des Produzenten hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Es würde auffallen, wenn sie nicht anfangen würden zu ermitteln. Auch wollte Suge Knight Diddy einen guten Rat geben. Er hat Folgendes gesagt. I tell you what, Puffy. Flex, aber da kannst du schon auch mal die Übersetzung wieder reinhauen. Your life is in danger. Because you know the secrets. Who's involved in that little secret room you guys participating in. You know the secrets, bro. Puffy, I'm going to give you some real advice. Two quick things. You got to make a decision. When you go to prison, either you're going to be standing up pissing or squatting sitting down pissing. Was? Entweder im Stehen oder du kniest dich nieder, mein Jutster, Alter. I advise you to try to take the first one, because you know if you squat and pissing on the seat, you know what that means. Wow. Suge Knight hat etwas von einem geheimen Raum erzählt. Über diesen konnte ich nichts finden. Aber es wurden angeblich Tunnelsysteme in der Villa von Diddy gefunden, die zur Playboy Mansion, also dem Haus von Hugh Hefner, führen. Ach du Scheiße, Digga. Ey, Digga, der Scheiß ist ja echt deeper, als man denkt, wa? Bruder. Zu Hefner werde ich bestimmt bald auch ein separates Video veröffentlichen. Über ihn wird... Unter der Playboy-Menschen wurden geheime Tunnel gebaut, um den Stars einen einfachen Zugang zu ermöglichen, so das Magazin. ...behauptet, dass er die gleiche Aufgabe wie Epstein hatte. Er soll Tunnelsysteme in seiner Villa haben, die zu fast jeder Villa in diesem Bereich führen. Ey, das sind Theorien, ne? Aber stellt euch das mal vor, Digga. Auch sind ein paar sehr verstörende Aufnahmen aufgetaucht. Was da genau zu hören war, könnt ihr euch denken. Diese Aufnahmen wurden von einem alten Weg Ich schwöre, ich bin kurz vorm Kotzen gerade. Walla. Digga, ekelhaft. Von Diddy geteilt, der Folgendes dazu gesagt hat. To even know what's going on. But he didn't drink, and that's why he was sober enough to witness what he and Meek were doing. Ooh, chill. Champagne was spiked, son. Like, all the champagne was spiked. Everybody was passed the fuck out. Folgendes dazu gesagt hat. To even know what's going on. But he didn't drink, and that's why he was sober enough to witness what he and Meek were doing. Ooh, chill. Champagne was spiked, son. Like, all the champagne was spiked. Everybody was passed the fuck out. I don't drink. I don't drink, so I was playing that shit off like I don't fucking drink. I smoke, like I smoke, nigga. So, wir trinken hier nicht, Digga. And I had my own weed, but, like, everybody was passed out. Yo, Diddy had that man in the room. Look, yes, I put my ear to the fucking door, and I brought the phone, because Diddy started going in overdrive. I ain't know what the fuck was going on, but I just heard balls slapping against his cheek. Stell dir vor, am nächsten Tag diese Filme. Am nächsten Tag im Pool. What's up, King Son? Man, you doing it, man. You deserve it, Daddy.
You putting in that work. Proud of you. I love you. Yeah. You putting in that work. I'm proud of you, Daddy. Ah, jo, Bruder hat der Arbeit geleistet, Digga. Haben wir eben gehört. I heard struggling to take. I heard it's being like, yeah, daddy, like when he start all that daddy this and daddy that, and then I heard some hollering and struggling, like, yeah, I kept the phone there and I recorded all that shit because I was like. Auch hat sich Cat Williams gemeldet. Stimmt, Digga, leicht ehrlich, Alter. Das ist crazy, bro. Der hatte ja schon in seinem Shay-Shay-Interview darauf hingewiesen, dass Diddy bald hochgenommen wird. Oprah coming next. All of these big dick deviants. Okay, ob das Audio real ist, weiß keiner. Normal, ne? Das müssen wir hier ganz klar als Prämisse reinstellen. So, wir wissen den Scheißdreck. Bei mir, ihr müsst euch immer so vorstellen. Manche Leute sind ein bisschen verwirrt, das habe ich jetzt in dem Talk gemerkt mit Cassius Clay und so. Die denken, Bruder, wenn ich so ein Video mir angucke, dann versetze ich mich in die Lage rein, als ob das so wäre. Natürlich wissen wir nicht. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, das sind Theorien, diese ganzen Dokumente, die geleakt wurden und so, dem wird jetzt nachgegangen, dann wird versucht, das zu beweisen, dies, das, bla bla bla. Aber es gibt schon krasse Evidenz, die zeigt, dass auf jeden Fall so ein bisschen was strange ist auf jeden Fall, weißt du? Und der Typ, der das erzählt hat eben, weißt du, weil das passt halt zusammen. Der Typ, der das erzählt hat, ist der Bodyguard von Diddy gewesen. Der hat es mitbekommen, wo alle besoffen waren und der den Meek Mill im Schlafzimmer zerstört hat. Und dann gibt es diese Audioaufnahme und so. So, ist halt Spekulation, aber auf einer Ebene macht es auf jeden Fall, passt es zusammen und macht Sinn. It's all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TG. Fucking Jay-Z is the next one, bro. Das ist legendäre Szene. Ich habe mir das ganze Interview reingezogen. Beim Shay-Shay-Interview darauf hingewiesen, dass Diddy bald hochgenommen wird. Oprah coming next. All Oprah, Digga. Big Dick Deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TG Jakes, any of them. All lies will be exposed. That's all. And anyone who takes that the wrong way, know why they take it the wrong way. Boom. Cat Williams, bester Mann, Digga. So, der ist manchmal ein bisschen drüber, Digga. Der Talk mit Joe Rogan, der war schon sehr, 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 sehr wild. Aber ich mag den. Diesen Beitrag hier gepostet. Diddy, die ganze Episode produziert von Dan Schneider für Nickelodeon. Oh, shit. Über Dan Schneider auch schwierig. Dan Schneider kommt vielleicht mal ein separates Video auf meinem anderen Kanal. Das war ein Nickelodeon-Produzent, über den vor kurzem eine Dokumentation veröffentlicht wurde. Da geht schon einiges jetzt gerade, ne? Dan Schneider wird beschuldigt, mehrere Kinder am Set sexuell missbraucht zu haben und sexuelle Szenen in die Kinderserien eingebaut zu haben. Noch dazu soll er die Schwester von Britney Spears, Jamie Lynn Spears, geschwängert haben, als sie minderjährig war. Boah, was? Wie gesagt, vielleicht kommt bald ein separates Video dazu. Mach safe, Flex. Safe. Auf jeden Fall, das ist die Szene, auf die Cat Williams hingewiesen hat. Hey, Diddy. What's up? We can't wake up Shane. You try symbols? Yep. What about sour milk? Didn't work. Tell you what. Take this toy helicopter. Put it down his pants. All right, we'll do it. We'll do. Put it in. Mustin! Didn't work. He's still asleep. Try this. Shall I? By all means. Ja. Weiß ich nicht. Ist schon auf jeden Fall freaky, aber hätte ich jetzt ein bisschen was Eindeutigeres erwartet. Was denkt ihr über dieses Thema? Schreibt es unten in die Kommentare. Martin tried to put me in my first dress. Everything went wrong when I put on that dress. It was Cat Williams was trying to always say, Brandon don't wear a dress. Ja, ja, das ist schon eine ganz komische Sache, die da in Hollywood teilweise vorgeht, ne? Sag ich dir so, wie es ist, Digga. Ganz crazy. Aber ich glaube, das wird weitergehen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Wird da definitiv noch mehr ans Licht kommen, denke ich mal. Und ja, dann wird weiter exposed. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache, dass die Leute das auf dem Schirm bekommen. Wie schon gesagt, man sollte echt aufpassen, egal in welchem Bereich.
Musik, Film, YouTube, was ihr euch so als Vorbild nehmt, so, ist wie ich meine. Weil am Ende des Tages sind das ja für viele junge Leute Vorbilder. Und wenn die so eine Machenschaften im Hintergrund am Laufen haben, so, dann weiß man auch nicht, was die den unterschwellig, den Kids langfristig mit ihrer Musik, mit den Filmen und so eintrichtern. Deswegen da immer schön bewusst und vorsichtig sein, gerade auch als Elternteil, so, weißt du? Und das zieht sich in alle Bereiche. Ich gehe schon so weit, dass ich sage, ich würde auch meinem Kind nicht empfehlen, jemandem zu folgen, der zu viel Hass verbreitet, zu viel negative Energies hat und so. Also, ja, ich würde mir wünschen, dass es in der Öffentlichkeit, egal in welchem Bereich, Deutschland, Amerika, Entertainment, Musik, Film, mehr Menschen gibt, wo man das Gefühl hat, das sind gute Menschen mit einem guten Herzen, die eine gute Intention haben und die man auch wirklich als Inspiration nehmen kann. So. Ich liebe euch, eure Gedanken in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Video. Peace out. Gang.